journey ends here. Moin moin, hier ist Marius, aka Zirobe vom Destiny Blog. Das exotische Scharfschützengewehr Wispern des Wurms ist gerade das Top-Thema der Destiny Community. Um sie zu bekommen, müsst ihr die neue Mission Das Wispern erfolgreich abschließen, für die ihr 20 Minuten Zeit habt. Diese Mission ist temporär und damit nicht immer machbar. Um sie auszulösen, müsst ihr bei einem besessenen Event in der verlorenen Oase auf Io einen Miniboss finden und erledigen. Daraufhin spawnt eine Art Tor, durch das ihr in die Mission gelangt. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die Sprungpassage erfolgreich meistert und geben euch ein, zwei Tipps zu den Räumen mit Gegnern und den Bossen. Viel Spaß und wir hoffen, dass wir euch ein wenig helfen können. Direkt hinter der Truhe des verlorenen Sektors gibt es einen kleinen Vorsprung, auf den ihr hüpfen müsst und die Fäule hier zerstört. Dadurch erscheint ein Loch im Boden, durch das ihr in die Sprungpassage gelangt. Hier habt ihr genug Zeit, um locker zwei der Blöcke zu passieren. Im nächsten Raum gibt es direkt links vom Eingang eine kleine Abkürzung.
Die nächsten drei Räume sind mit Gegnern gefüllt, die ihr möglichst schnell besiegen müsst. Wir sind hier mit drei Arcus-Akrobaten und dem exotischen Rüstungsteil Raiden Flux reingegangen. Die Vollen im Raum könnt ihr theoretisch in Ruhe lassen, da ihr nur die Gegner besiegen müsst. Insgesamt gibt es hier zwei Wellen an Gegnern. Habt ihr alle Gegner besiegt, erscheint diese Fäule an der Tür, die ihr zerschießen könnt, und ihr kommt in den nächsten Raum. In diesem Raum stehen am Rand orange Ritter mit Solarschilden und orange Hexen mit leeren Schildern. Gerade die Ritter solltet ihr möglichst schnell besiegen, da die Jungs sonst echt nerven. Am Kopfende stehen außerdem orange Sniper. Auch hier sind wir mit dem Arcus-Akrobaten relativ gut durchgekommen.
Im nächsten Raum erwarten euch drei Sniper und ein wenig Kleinvieh. Sobald ihr den Tunnel betretet, spawnen hinter euch zwei orange Schildträger. Habt ihr die Sniper und die Schildträger besiegt, könnt ihr das Schild in der Mitte aufschießen und gelangt in den Bossraum. Hier im Bossraum empfiehlt es sich zumindest, die beiden vorderen Fäulen zu zerstören, da sie den Bossen ansonsten Schutz gewähren. Habt ihr die erste Welle an Schildträgern besiegt, erscheinen die Bosse. Konzentriert euch zuerst auf den besessenen Captain, da dieser mit seinen Fäulekugeln der nervigste Boss ist. Habt ihr keine schwere Munition mehr, empfiehlt sich hier zum Beispiel die Polaris-Lanze, da ihr mit dieser bei Präzisionstreffern theoretisch unendlich Munition habt und der fünfte aufgeladene Schuss extra Schaden verursacht.
Habt ihr die Bosse innerhalb der Zeit besiegt, droppt die Wispern des Wurms für euch. Folgende Perks hat die Wispern des Wurms. Der exotische Perk heißt Weißer Nagel. Höherer Basispräzisionsschaden, 3 schnelle Präzisionstreffer füllen das Magazin auf. Also ähnlich wie bei der Polaris-Lanze, schnelle Präzisionstreffer ermöglichen theoretisch unendlich Heavy-Schuss. Polygonlauf, panzerbrechende Geschosse und Mulligan. Fehlschüsse haben eine Chance, Munition direkt zurück ins Magazin zu führen. Und angepasster Schaft. Die beiden Ornamente für die Wispern gibt es im Everversum. Hier gibt es einmal das gebundene Hammerpaket und das Zwischenatemzügenpaket. Mit dem gebundene Hammerpaket kriegt eure Wisper so ein bisschen den Look vom, wie ist sie gleich noch? Boshafte Berührung, sorry. Interessant hier ist auch das Zeichen von Eris Morn auf der Waffe. Neben dem Ornament gibt es noch einmal den besessenen Ankunftsteleport für euer Schiff und 150 Glattstaub. Das Zwischen-Atemzügen-Paket verleiht eurer Wisper so einen leichten, ja, ich nenne es mal Knochenlook. Auch hier gibt es neben dem Ornament an sich einmal den besessenen Ankunftsteleport-Effekt und 150 Glanzstaub. Beide Ornamentpakete bekommt man bisher nur durch jeweils 700 Silber, also kann man diese nur durch Echtgeld erwerben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch ein wenig helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Destiny-Blog.